ihr den kleinen Stinker? Da hinten seht ihr gerade noch einen rumfliegen. Aber ihr werdet ihn hören. Guck mal hier. Da sind die Eulen, von denen ich gesprochen habe. Die sind so nervig. Ohne Scheiß, Leute. Die sind so nervig. Die machen das die ganze Nacht. Die ganze Nacht hörst du diese Geräusche. Überall, hier sind mehrere mittlerweile. Wir hatten das letztes Jahr auch schon, aber im Moment sind hier echt mehrere. Und die rufen die ganze Nacht diese nervigen Geräusche. Nee. So, meine Lieben, es geht los. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe hier alles hingelegt. Hier ist, wie gesagt, mein Abführmittel. Ich habe schon aufgemacht. Ich muss das jetzt halt zu mir nehmen. Heute um 15 Uhr soll ich damit anfangen, genau hier, 15 Uhr. Und zwar muss ich das jetzt voll machen mit dem Zeug, damit Wasser auffüllen bis zum Strich, bis da dann wahrscheinlich. Und dann einmal austrinken. Fügen Sie danach Wasser hinzu, bis die Markierung erreicht ist. Lassen Sie sich Zeit, mehr als eine halbe Stunde bis zu einer Stunde, das trinke ich sofort aus. Und trinken Sie drei weitere Becher, weil ich so groß und dick bin, trinken Sie drei weitere Becher mit Wasser über die nächsten Stunden verteilt. Und morgen dann um 8 bis 10 Uhr, das gleiche nochmal, gießen Sie den Inhalt, füllen Sie danach Wasser auf und dann auch wieder drei hinterher. Alter Falter. Also gerade morgen wird das dann ja sportlich. Was ich so ein bisschen weird finde daran, ich habe um 12.40 Uhr diese Magenspiegelung, also diese Darmspiegelung dann ja auch. Das ist jetzt ja für die Darmspiegelung, damit der. Also wenn ich jetzt morgen aber auch nochmal so viel trinke und wieder dieses Zeug zu mir nehme, was abführt, dann bin ich doch schon wieder die ganze Zeit auf Klo, oder? Wie soll ich denn dann zum Arzt kommen? Das frage ich mich jetzt gerade so. Soll ich dann eine Windel anziehen? Weil wenn ich, morgen werde ich dann ja komplett leer sein. Ich werde heute den ganzen Tag auf Klo sitzen, habe mich vorbereitet und ja. Aber dann morgen, wenn ich das morgen auch schon wieder mache, von 8 bis 10 Uhr, dann und ich die ganze Zeit wieder durch, oder kommt das alles direkt raus? Und dann um 12.40 Uhr oder sowas passiert nichts mehr. Keine Ahnung. Werden wir dann ja sehen. Kann natürlich sein, wenn ich sage, um 8 Uhr nehme ich das Zeug direkt und dann bin ich um 9 Uhr leer und da kommt nichts mehr. Naja. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Ich hab meine Nintendo Switch hier angeschlossen. Ich habe mir ein Alternativspiel zu Animal Crossing, Dark Souls, hier hingelegt und habe mir ein lustiges Taschenbuch geholt. Jetzt hole ich mir noch The Promised Neverland, werde ich sie auf Klo setzen. Ich habe feuchtes Toilettenpapier da, ich habe genug Toilettenpapier generell da. Und ja, mein Handy ist auch aufgeladen, kann ich so noch über das gleiche Ladekabel aufladen, damit ich da nebenbei Unterhaltung habe auf Klo. Ich habe halt keine Ahnung, wie lange ich jetzt auf Klo sitzen werde. Kann halt echt sein, dass die sagen, okay, das Zeug, das macht halt alles direkt raus und dann bin ich nach ein, zwei Stunden durch. Bin gespannt. Keine Ahnung, ich hatte sowas noch nie. Ich werde berichten, bis später. So, meine Lieben, Prost. Also, es stand da wirklich nochmal drauf, lassen Sie sich Zeit, halbe Stunde, Stunde. Das heißt, ich werde das Ding jetzt mit an meinen PC nehmen. Also, mein Plan für heute ist sowieso folgendes. Ich habe jetzt extra nochmal zwei Videos gedreht. So, das heißt, ich werde immer, wenn es mir gut geht, an den PC. Hier, mein PC ist hier. Da steht jetzt die Flüssigkeit und immer wenn es losgeht, bam, bin ich direkt auf Klo. Und ja, ich werde halt versuchen, nebenbei meine Videos zu schneiden. Und wenn das da extra steht, dann werde ich das Ding jetzt nicht extra. Für mich wäre es eine Kleinigkeit, aber vielleicht ist es dann auch nicht gut für den, keine Ahnung. Also, ich werde jetzt gleich ein bisschen was trinken und werde in der nächsten halben Stunde den Becher leeren und dann mal gucken, ne? Wie gesagt, ich melde mich. Also, ich sag euch, wie es ist. Pillepalle. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe eigentlich gestern ganz normal gegessen. Also ich habe eigentlich theoretisch noch was in mir und das ist auch rausgekommen. Also sorry, wenn das jetzt appetitlich klingt. Aber ich habe da halt dieses hier ausgetrunken, diesen Becher. Und habe den jetzt mittlerweile noch dreimal, sollte ich den jetzt noch einmal ausleeren. Und das habe ich getan. Und ja, das Wasser kam auch wieder raus so. Aber das war halt jedes Mal chillig. Ich musste jetzt heute insgesamt vielleicht 6-mal auf Klo. Nicht lange, nichts brennt oder so. Also es war echt einfach sehr, sehr... Ja, sehr, sehr entspannter Tag. Es war natürlich komisch, weil man so ein Grundgrummeln im Magen hat. Und weil ich immer mal wieder auf Klo musste. Aber im Grunde hätte ich heute sogar fast streamen können.
Ich habe jetzt halt super den ganzen Tag geschnitten. Meine PlayStation 4-Sammlung, die ich heute gedreht habe, habe ich jetzt heute dann auch fertig geschnitten und ich habe die halt komplett fertig bekommen. Und es ist jetzt 10 vor 11. Um 0 Uhr werde ich dann auch schlafen gehen, damit ich morgen fit bin. Komisch ist nur diese Umgewöhnung. Ich hätte fast mir ein Brötchen gemacht und was gegessen, weil normalerweise esse ich abends, ja. Und das habe ich jetzt halt nicht getan, aber ansonsten war das echt ein chilliger Tag. Gerade dieses Durchfall provozieren und dann ständig auf Klo macht einem ja schon so ein bisschen Sorgen, aber das war eigentlich echt ganz angenehm. Das Zeug hat widerlich geschmeckt, aber auch nicht so schlimm. Auch deshalb soll man sich, glaube ich, auch Zeit lassen, weil das so einen ganz, ganz komischen Geschmack hat. Ich glaube, wenn man das zu schnell trinkt, wird einem, glaube ich, schlecht. Glaube ich jedenfalls. Aber ich habe das getrunken und ja, es hat ein bisschen gedauert und dann musste ich aufs Klo und dann kam es easy raus. Ja, also war jetzt kein schlimmer Tag oder so. Und jetzt bin ich halt gespannt auf morgen. Ja, mal gucken, ne? Was morgen so abgeht, was ich dann morgen früh nochmal nehme. Aber wenn das so ist wie heute, sehe ich da halt generell überhaupt keine Probleme. Ich habe halt wirklich gedacht, dass das den ganzen Tag schießt. Wisst ihr, was ich meine? Ach ja. Darf ich euch ein bisschen zwischendurch einfach nur etwas Wunderschönes zeigen? Meine PlayStation 4-Sammlung. Wupp, wupp. Ich habe nämlich das Sammlungsvideo gedreht. Zu diesen Spielen werde ich jetzt hier natürlich nichts sagen. Dafür müsst ihr das Sammlungsvideo gucken. Ich habe die gerade alle wieder so aufgestellt für einen schönen Social Media Post. Es ist immer wieder schön, diese ganzen Spiele im Groß zu sehen. Ich bin nur so ein bisschen skeptisch gerade. Denn es gibt noch so ein paar Spiele. Habe ich die irgendwann mal verschenkt? Vertauscht? Ich weiß es nicht. Also, Dishonored hatte ich doch auch. The Last Guardian. Kann sein, dass ich das verkauft habe. Also, da sind schon noch einige Spiele, die mir so im Nachhinein eingefallen sind, wo ich mich gerade frage, habe ich die nicht auch? Aber ich habe alles durchsucht und meine PlayStation 4-Spiele waren auch alle brav unterm Fernseher. Aber irgendwie seltsam. Naja. Also, es ist jetzt gleich Schlafenszeit. Und ich bleibe dabei. Vielleicht muss ich morgen früh die Flüssigkeit, also schneller trinken, nachdem ich die Flüssigkeit rum habe, damit das besser durchbläst. Aber es war halt echt ein milder Tag heute. Natürlich war man öfter mal kurz auf Klo und dadurch konnte man nichts wirklich Großproduktives machen, wie streamen oder ein Video drehen oder sonst was. Ich war halt immer am PC, Klo, aber ansonsten alles gut. So, ich werde jetzt gleich mal ins Bett und dann sehen wir uns morgen und dann melde ich mich hoffentlich mit guten Nachrichten wieder. Warten auf den Eingriff. Ich darf berichten, mein Stuhl sieht aus wie Kamillentee. Hallo. So, ich bin jetzt im Aufwachraum. Ich habe verliebt, ich habe einen Pfefferminztee bekommen. Und ich bin topfit. Okay. Ich habe nichts gespürt. Ich habe einfach geschlafen. Ich war zwischendurch kurz wach, zwischen Magen- und Darmspiegelung. Und dann habe ich wieder Stoff bekommen und dann habe ich wieder geschlafen. Die sind schon mit Popo rein, habe ich gesehen. Ich habe so ein, hier guck mal, ich habe so einen schwarzen, so eine blaue Hose. Ich darf jetzt nicht zu viel zeigen, das ist mein Pipi. Die ist so durchsichtig und hinten ist so ein Loch. Wisst ihr? Da können die rein. Und ich wache jetzt so auf. Und dann, oh, ich hab's, ach, ich muss noch warten, bis ich trinke. Oh, ich muss ganz viel trinken. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, weil so war kein Wasser mehr. Und ich freue mich schon, was Leckeres zu essen. Oh, ich habe ein Pflaster, guck mal. Ein Pflaster. Und diesmal habe ich hoffentlich nicht so blaue Flecke. Keine Ahnung, wie das passiert ist. So, ich warte jetzt auf, ich bin jetzt wach. Ich warte jetzt auf das Ergebnis. Und dann holt mich meine Mutti ab, meine Schwester. Und dann gehen wir noch kurz spazieren, weil nach so einer Darmspiegelung, da pupst man auch ganz viel, habe ich gehört. Weil man ja so die Luft und sowas. Aber ich habe so ein CO2-Programm gekauft für 18,50 Euro. Schnapper. Und dadurch
ist das dann weg, dann habe ich einen flachen Bauch und dann geht es mir halt so komplett gut und habe ich keine Magenprobleme. Und je nachdem, wie ich dann drauf bin, wie spät ist denn das jetzt? 10 vor 2. Vielleicht bin ich ja um 15 Uhr zu Hause, da kann ich mir ja die Pokémon Direct angucken, aber witzig, wie es so in dem Zustand, wie ich jetzt bin, aber hoffentlich geht es mir gleich wieder gut. Habe ich überhaupt nicht. Ich habe gestartet, okay. Ja, ist bestimmt alles gut. Bestimmt nichts Krebs, bestimmt Reflux oder irgendein Scheiß. Und dann kann man da behandeln und dann geht es mir bald wieder besser. Wie gesagt, ich persönlich hoffe, dass sie irgendwas finden. Wäre doof, also natürlich nichts Schlimmes jetzt und so, aber Krebs wäre scheiße und so. Aber wenn die irgendwas finden, was vielleicht auch schlimm ist, was man aber behandeln oder operieren kann, dann ist wenigstens was. Und ich bin mal gespannt, wie sehr Eme sagt, dass ich meine Gesundheit und das Ganze belaste, weil ich zu dick bin. Da bin ich auch mal gespannt. Ist ein hübsches Bild. Ein hübsches Mobile. Bei euch so? Wie lange muss ich denn noch warten? Ich hab ja Bock auf Pfefferminztee, ne? Ich will auch nur. Ich hab aus Versehen vier davon genommen und habe zwei fallen lassen. Die hebe ich gleich auf, wenn es mir besser geht. Ich habe den Becher nicht getroffen. Ich wollte gerade umrühren und ich habe zweimal daneben gepikst. So, Pfefferminztee umrühren. Huch, der kommt nicht raus. Aha. Das ist nichts, was eine Frau hören will. Ah, nein, guck mal, ich habe das so da drum gewickelt. Seht ihr das? Nee, ihr seht das. Oh, hier, guck mal, ich habe das aus Versehen drum gewickelt. Und so, jetzt kann ich wieder umrühren. Hin. Habe ich ja auch so voll zwei Dröhnungen bekommen, Doppeldröhnung, ne? So nach so Magen und dann ja Darmspiegelung, doppelte Dosis heute. Ich bin tiefenentspannt gewesen, haben die mir gesagt. Ich hatte so eine 80 bis 90 Herzrate. Sie hat mich schon gefragt, haben Sie immer so einen niedrigen Blutdruck oder sind Sie tiefenentspannt? Und ich so, ich bin cool, bin ich. War halt auch eine kleine Süße, da musste ich angeben. Da musste ich prollen. Und wobei ist eh durch. Die hat mein Popo gesehen, die hat mir was in in so einem komischen Nachthemd. Da geht nie wieder was. Wenn man das einmal so gesehen hat, ne? Schönes Wetter heute. Oh, und ich habe zwei Pakete bekommen. Das eine hole ich jetzt gleich ab von der Station in Lidl. Bei Lidl. Oh, und dann gehe ich einkaufen. Und dann hole ich mir leckere Sachen. Ich bin immer echt gespannt, inwiefern er halt. Ich bin immer echt gespannt. Ich werde nur explizit fragen, inwiefern ich durch mein Übergewicht das Risiko erhöhe oder meine Gesundheit belaste bei dem Ganzen. Bin mal gespannt, was er sagt. Ich kann sagen, Herr Liese, Sie müssen dringend abnehmen. Oder er sagt, ehrlich gesagt, ist egal, ist Ihr Ding mit dem Abnehmen, aber so für die Krankheit ist das völlig. Oh, meine Klamotten. Ich bin ja gerade quasi so nackt unter meinem Dingsbums. Aber sie hat mir meine Klamotten hier auch schon hingestellt. Ich überlege gerade aufzustehen. Ich lasse das lieber noch mit dem Aufstehen. Wisst ihr was, meine Lieben? Ich liebe euch. Ich liebe euch alle ganz, ganz doll. Ihr habt mir auch so viel zugesprochen bei dem Ganzen und fühlt mich mitgelitten, wobei ich, wie gesagt, sagen muss, ich habe heute exquisiten Kamillentee unten raus produziert.
Die gucken mal, sowas hatte ich an. Ne, einfach so nackt, so ein Röckchen. So wird unten, okay, das habe ich kaputt gerissen, weil das so klein war. Und hinten halt auch so richtig Loch. Also die haben ja schon richtig hinten rein. Ja. Wie man den Einkaufswagen richtig hinstellt, wenn man ans Regal will. Falsch. Richtig. So, ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen klarer im Kopf. Jetzt erstmal kurz mit Family noch einkaufen. Und ich hoffe, das gerade war klar, was ich sagen wollte, weil ganz, ganz viele echt ihren Einkaufswagen so neben sich stellen und die Gänge blockieren. Und ich frage mich mal, warum? Stell dir doch neben dich in den gleichen Gang. Nur das mal so, ne? Dass ich euch wieder ein bisschen erziehe. Und über das Ergebnis reden wir gleich ganz in Ruhe. Auf jeden Fall ist mir noch duselig. Ich muss gleich dringend ordentlich was trinken. Und irgendwas zu essen werde ich mir jetzt mitnehmen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was. Ich habe nicht wirklich Magenprobleme. Ich habe auch so eine CO2-Behandlung gekauft für 18,50. Also mir geht es auch magentechnisch jetzt echt gut. Aber ich bin, wie gesagt, noch schlapp und duselig. Ich hoffe, dass sich das jetzt durch viel Trinken gibt. So, wie gesagt, wir waren kurz einkaufen, aber der Lidl ist ja direkt da vorne. Ich gehe jetzt den Rest zu Fuß. Und ach, die bauen hier gerade Autokino auf übrigens, hier auf dem Schüsselteich. Direkt vor meiner Wohnung quasi. Also ihr seht ja, das ist der Schüsselteich. Das ist der große Parkplatz vor meinem Haus. Da hinten in dem Haus wohne ich ja. Und die bauen jetzt hier tatsächlich ein Autokino auf. Da bin ich ja mal gespannt jetzt, was das genau wird. Spannend. Ja, wie gesagt, ich habe grummeligen Magen jetzt. Ich habe halt aber auch schon jetzt ziemlich lange Zeit lang nichts gegessen. So langsam spüre ich das erste Mal überhaupt seit dem Ganzen so ein bisschen Hungergefühl. Ja, habe jetzt mir seichte Kost mitgenommen. Und ja, das Ergebnis ist eigentlich ziemlich genauso, wie ich das mir halt irgendwie so erwünscht hätte. Also, Punkt 1, das böse Wort ist vom Tisch. Ich habe keinen Speiseröhrenkrebs. Es ist nichts großartig von Krebs oder sowas im Gespräch gewesen. Aber ich habe halt eine Magenhochstellung. Also es hat sich was verschoben im Magen. Deshalb habe ich auch oft dieses Gefühl, diesen Reflux. Deshalb habe ich auch oft das Gefühl, dass meine Nahrung irgendwie hier oben bleibt. Und das ist ein komisches Gefühl. Das kommt halt mit auch dadurch. Und halt eine ganz, ganz starke Entzündung im Magen und im Darm, die jetzt halt behandelt werden muss mit Medikamenten. Genau das, was ich haben wollte, dass da was ist. Und ich muss jetzt zum Röntgen am 8.7. Die Speiseröhre wird dann geröntgt. Und dann wird halt nochmal geguckt, wie der Stand genau ist. Und dann würde er halt ja genau gucken, ob man dann vielleicht da mal was operieren muss, ob er mich einem Chirurgen vorstellt. Und so wird das Ganze jetzt halt weitergehen. Im Endeffekt bin ich mir genau mit diesem, oh, mein Kopf, ne? Ich werde gleich erstmal eine Flasche Wasser ächzen oder so. Ja, genauso wie ich es am Endeffekt haben wollte, dass da auf jeden Fall was ist, weil da war auch definitiv was. Das hat ja so nicht mehr ganz hingehauen, ne? Aber dass mir auch gesagt wird, was, aber kein Krebs und dass man das behandeln kann. Von daher bin ich halt erstmal super happy. Jetzt müssen wir halt abwarten, was beim Röntgen rauskommt. Aber wie gesagt, er hat nichts groß irgendwie von Krebs erwähnt oder Risiko. Aber er hat halt auch gesagt, Herr Liese, Sie sind zu dick, das Übergewicht. Das wäre sehr hilfreich, wenn das weggeht, damit einfach die Probleme weniger werden, damit der Körper, der Magen und so nicht mehr so viel damit zu tun hat, damit einfach das Sodbrennproblem auch, damit das einfach weniger wird. Weil natürlich dieses große Gewicht, das spielt ja auch ein bisschen mit rein. Und wenn ich halt das Risiko möglichst gering halten möchte, dass im Alter nochmal irgendwas passiert, dann sollte ich tatsächlich Gewicht verlieren. So, ich habe mir jetzt zur Feier des Tages auch erstmal Fettburger, Pommes und Pizza bestellt. Nein, habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. So, Leute, jetzt bin ich aber auch am Limit tatsächlich. Ich habe jetzt da spontan einen Stream angemacht, weil ja tatsächlich, alter Falter, in der Pokémon Direct wurde gerade tatsächlich Pokémon Snap angekündigt. Ein neues Pokémon Snap für die Switch. Das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Wenn man sich, ja gut, ich bin generell ein riesiger Pokémon-Fan. Diese Spiele da hinten, dieses Spiel da, das war absolutes Kindheitsding für mich. Jetzt eins der geilsten Spiele, eins der besten Spiele, das ich je gespielt habe. Absolutes Lieblingsding. Und dann kommt auch irgendwann schon das hier. Pokémon Snap bedeutet mir einfach so viel. Ich werde in einem Video jetzt demnächst mal erklären, warum. Und genauer den Leuten erklären, warum Pokémon Snap für mich so eine Faszination ist und was die Faszination an Pokémon Snap so ausmacht.
Aber das mache ich nachher. Auch diesen Vlog. Ich möchte euch heute auch noch mit einem kleinen Thema noch verlassen. Und zwar wird dieses Thema sein, wenn Menschen in ihren Blasen feststecken, auch bezogen auf Politik und gewisse Themen und so weiter. Aber es ist ein bisschen was passiert. Es hat eine gewisse Person, ich denke mal, sie guckt auch zu, liebe Grüße, hat sich ein bisschen verletzt gefühlt durch das, was ich im letzten Video gesagt habe. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Aber ich will jetzt auch nicht wieder in eine Diskussion zu diesem Thema gehen, weil dann wäre es auch irgendwann doof, wenn ich immer die Kommentare dann ausmache, weil ich keine Diskussion will, aber ich fange immer an zu diskutieren. Das macht dann auch keinen Sinn. Ich wollte beim letzten Mal einfach ein bisschen erklären, wie meine Sicht so dasteht. Und ich bin aber immer noch der Meinung, dass das ein gutes Video war. Dafür, dass ich einfach frei geredet habe für, keine Ahnung, 20 Minuten zu diesem Thema und ich mich sehr neutral ausgedrückt habe. Können wir auch jetzt kurz quatschen. Was manche Menschen nicht so ganz nachvollziehen können, glaube ich, wenn sie halt in ihrer Blase fest in ihrer Blase stecken, wie andere Menschen Sicht auf diese Dinge haben. Was ich damit meine ist, dieser Person hat das ein bisschen missfallen, hier bin ich, wie ich die AfD und das rechte Gedankengut in unserer Politik so ein bisschen verharmlost habe und hat sich dadurch halt wirklich verletzt gefühlt, weil diese Person sehr, sehr stark im Moment gegen den Rassismus vorgeht und sehr, sehr stark gegen Rassismus kämpft und damit wohl auch persönlich zu tun hat, was mir persönlich natürlich erstmal sehr, sehr leid tut. Ich wünsche, niemand sollte dies durchmachen und Rassismus und Nazi-Gedankengut ist eine der widerlichsten Sachen auf unserer Welt und es ist völlig richtig so, dass man dagegen vorgeht. Aber diese Person hat, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, wie deutlich Dinge da draußen für 0815 Menschen wie mich sein sollten. Was ich damit meine ist, für diese Person war es völlig klar, dass zum Beispiel Herr Gauland ein verschriener Nazi ist. So. Und dass jeder AfD-Wähler Nazi ist. Das ist für ihn völlig klar, weil er vielleicht etwas mehr weiß als ich, weil er sich damit auseinandersetzt und seine Meinung zu diesem Bild gebastelt hat. Und innerhalb dieser Blase, dieser Gruppe, die halt fest dagegen vorgehen, politisch versiert sind, sich mit all diesen beschäftigen, war es für ihn völlig klar, dass man die Ansicht haben sollte, alles an der AfD ist schlecht. Und ich sage nicht, dass es nicht so ist. Ich sage halt nur, dass es für mich persönlich wichtig ist, dass so, weil ich eben nicht so politisch versiert bin, dass ich mir immer trotzdem versuche, alle möglichen Gesichtspunkte anzugucken. Was ich aber einräumen muss, in Bezug auf den Herrn Gauland habe ich mich ein bisschen merkwürdig ausgedrückt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man bei den Medien da draußen aufpassen muss, wie man sie konsumiert. Und ich habe als Beispiel den Herrn Gauland angebracht, denn da draußen gibt es halt viele Interviews und auch viele Reden aus dem Bundestag, die ich mir mal angeguckt habe, wo er ja völlig gute Statements abgibt und sich auch oft von Nazis und so weiter distanziert. Und wenn man halt das so vermittelt bekommt, dann bildet sich ein gutes Bild von dem Herrn Gauland. Bei dem muss ich aber tatsächlich sagen, ich kenne bei ihm auch die andere Seite. Und diese Person ist mir tatsächlich nicht wirklich geheuer. Und das habe ich beim letzten Mal nicht so ganz zum Ausdruck gebracht. Genau wie mit der Frau Weidel, da sind einfach Dinger da draußen, die gehen überhaupt nicht klar. Also wirklich überhaupt nicht klar. Aber das nur noch einmal dazu. Trotzdem finde ich es bedenklich, dass wenn ich jetzt rumlaufen würde und sage, alle AfD-Wähler sind Nazis, ohne dass ich es wirklich ja, belegen kann, ohne dass ich da wirklich 100% hinter dieser Meinung stehe. Und ich glaube, das hat dieser Mensch ein bisschen verschätzt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das ist bei mir zum Beispiel, um das Äquivalent, um einen Vergleich zu ziehen, wenn jemand sich, ich sag mal, das neue FIFA kauft und all diese Microtransactions und dieses Spiel von EA mitspielt, dann ist für mich so ein bisschen, ey, hör auf, diese EA-Scheiße zu kaufen. EA ist der Böse in der Videospielbranche und für mich ist das völlig klar, dass EA und Ubisoft, dass die im Moment, ihr wisst, wie das ist, die Bösen, ne, sind in der Videospielbranche. Und diese Person ist wahrscheinlich ein Casual-Gamer. Jemand, der sich nicht so krass mit diesen Problemen um Star Wars Battlefront und sowas auseinandergesetzt hat. Und dem ist das völlig egal. Nicht, dass mir jetzt das andere egal ist. Und natürlich hat das in der Politik eine ganz, ganz andere Tragweite. Sowohl für die Menschen als auch für unser Leben. Das ist mir klar. Aber der Vergleich ist der mit der Blase. In unserer Videospielblase ist das völlig klar, dass man diesen EA-Scheiß und diese Microtransactions nicht so in diesem Maße und diese Lootboxen vor allem und diese Farce nicht unterstützen sollte. Das ist aber den anderen Menschen gar nicht so klar, die eben nicht innerhalb dieser Blase leben. Und genauso wenig
ist Menschen, die sich eben nicht jeden Tag da draußen gegen Rassismus aus und diesen Kampf aufnehmen und so versiert sind und sich alles durchlesen und mit allem beschäftigen, ist es eben nicht so 100% klar. Natürlich bekomme ich auch das mit. Und mein Empfinden gegenüber solchen Personen wie Gauland, Weidel und der AfD generell ist negativ. Das habe ich aber auch immer wieder gesagt. Ich habe immer wieder mich klar davon distanziert und immer wieder ja auch extra gesagt, dass man, wenn man die AfD wählt, sich dem bewusst sein sollte, dass es da durchaus ein großes Nazi-Problem gibt. Dann kamen wieder einige und sagten, nein, die haben kein Nazi-Problem, die sind das Nazi-Problem. Und ich tue mich trotzdem schwer damit zu vergeneralisieren. Aber ich muss dazu natürlich auch sagen, es ist immer so ein bisschen das Ding der Perspektive. Nehmen wir mal einen Menschen, der tagtäglich, und davon gibt es leider nicht wenige und auch nicht in Deutschland, tagtäglich mit solchen Problemen zu tun haben und den Rassismus spüren. Die sind natürlich bei dem Thema ein bisschen empfindlicher. Und trotzdem ist es mir persönlich immer wichtig, dass man nicht, ich sag mal, sich von den Medien, also von dem, was man so da draußen einfach so mitbekommt, leiten lässt. Und dazu möchte ich auch noch ein ganz, ganz interessantes Fallbeispiel geben. Und vor allem zwei Dinge noch, die dir hoffentlich so ein bisschen, ich sag mal, diese Enttäuschung mir gegenüber vielleicht so ein bisschen wegnehmen. Das erste ist, ich bin hier auf einem Vlog-Kanal auf YouTube, nicht politisch auf Twitter oder sonstig unterwegs und ich wollte halt nur ein bisschen meine Sichtweise darlegen. Dass ich diese Sichtweise natürlich bewusst ein bisschen abschwäche und ein bisschen neutraler gestalte, weil man sonst immer in irgendein Feuer gerät, das sollte auch klar sein. Sobald ich, auch nur in irgendeiner Weise, sobald ich die AfD auch nur ansatzweise verharmlose, bekomme ich von den Aktivisten gegen Feuer. Sobald ich aber auch mal irgendwie sage, die AfD ist, da ist Nazis inzwischen, dann bekomme ich von der anderen Partei Feuer. Und da habe ich eigentlich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Das klingt jetzt zwar auch ein bisschen feige, weil man ja schon sich für solche Dinge einsetzen sollte, aber wie gesagt, ich habe ja schon auch mich deutlich positioniert zu solchen Dingen. Was wollte ich das Zweite? Ich wollte dazu jetzt gerade noch was sagen. Meine persönliche Meinung ist vielleicht nochmal ein bisschen, ja, also ich sag mal so, mein persönliches Empfinden ist vielleicht noch ein bisschen ernster gegenüber der AfD. Aber ich kann es halt schlecht begründen, weißt du, das ist mein Problem bei dem Ganzen. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt schärfer formulieren, die AfD gehört für mich nicht in den Bundestag, nehmen wir das nur mal an, weil, so, und dann geht es nämlich weiter. Warum? Ich habe halt nicht diese Argumente durch irgendwelche Bundesreden oder sonst wie, um das irgendwie zu begründen und zu widerlegen. Und solange ich das nicht habe, tue ich mich schwer damit, solche Formulierungen irgendwie auszusprechen. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass man halt seine Meinung und seine Statements untermauern kann, dafür Beweise hat und dass da wirklich dahinter steht. So, wie mein Empfinden ist, das ist nochmal eine ganz andere Sache. So, dann nochmal zwei andere Themen dazu. Erinnerst du dich noch, oder ihr generell, erinnert ihr euch noch an die Zeit mit den Flüchtlingen? Nicht, dass das jetzt vorbei wäre, aber es gab eine Zeit lang, da war das ja richtig krasses Thema. Ich gucke nur kurz, ob mein Handy noch aufnimmt. Da war das richtig starkes Thema in Deutschland. Und ich weiß nicht, wie das in eurem Umfeld war, aber in meinem Umfeld war das tatsächlich eine Zeit lang so, dass es guter Ton war, die Flüchtlinge zu hassen. Nicht von jedem oder sonst wie, aber ich habe tatsächlich in meinem sehr, sehr engen privaten Umfeld sehr, sehr viele rassistische Äußerungen vernommen. Sehr, sehr viel Umdenken, weil sie sich von den Medien haben waschen lassen, von wegen die Flüchtlinge nehmen die Jobs weg. Und die Flüchtlinge fangen an, hier in der Nähe zu plündern oder Vergewaltigung auf irgendwelchen öffentlichen Festen. Also alles von Flüchtlingen. Die Flüchtlinge waren die Schlechten, die hier in das Land kommen, sich komplett daneben benehmen und alles räubern und Räubschatzen und warte mal, wie heißt das? Brandschatzen und plündern und alles ganz, ganz schlechte Menschen sind, die unser Land zugrunde richten, den Islam in unser Land bringen. Und dieses Gedankengut wurde sehr, sehr stark vermehrt in Deutschland verbreitet in der Zeit. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das mochte ich überhaupt nicht. Und ich habe in meinem Umfeld, wie gesagt, sehr, sehr oft sowas vernommen. Von Menschen, von denen ich das gar nicht so gedacht hätte. Dass die diese Gedanken tatsächlich auch laut äußern. Auf der Arbeit eine Zeit lang auch sehr, sehr stark. Und ich habe mich dagegen gestellt. Und habe gesagt, sag mal, das, was ihr da jetzt gerade so behauptet, könnt ihr das überhaupt irgendwie begründen? Woher kommen diese Annahmen? Wo habt ihr das mal überprüft? Stimmt das überhaupt, was ihr da gerade denkt? Wie kommt ihr da drauf? Und es war eigentlich nie der Fall, dass die das mit irgendwelchen Fakten oder persönlichen Erlebnissen oder sonst wie begründen konnten. Es war einfach so diese allgemeine, ja,
diese allgemeine Stimmung in Deutschland, dass Rassismus schon fast an der Tagesordnung war. Und da war es eine Zeit lang, hätte ich mich da jetzt von dieser Blase beeinflussen lassen, von dem, was generell da draußen so allgemeiner Tonus ist, dann hätte ich auch damals rassistische Parolen geschwungen irgendwie. Habe ich aber nicht. Ich habe das immer hinterfragt. Ich bin da immer vorsichtig geblieben, weil mir dieser Gedanke von Rassismus so zuwider ist, ich persönlich jeden Menschen, so wie er ist, gleich behandle, schon immer behandelt habe. Und das war mir immer wichtig. So wurde ich auch erzogen. Und da war es eine Zeit lang schon anstrengend, sich immer dagegen zu stellen. Und das ist auch so ein weiterer Punkt. Man kann gegen Rassismus arbeiten und sich gegen Rassismus einsetzen, ohne im Internet die Keule zu schwingen. Das vergessen vielleicht auch manchmal Menschen. Das Internet ist nicht das einzige Schlachtfeld da draußen. Klar, mit einer riesigen Reichweite ist es ein sehr effektives Schlachtfeld. Aber man muss nicht ein Twitter-Aktivist sein, um einen positiven Einfluss draußen auf die Welt zu haben. Ich persönlich habe in meinem Leben oft mich gegen solche Dinge eingesetzt. Mir fallen jetzt viele, viele Beispiele ein. Das war schon damals in der Grundschule, als einer meiner besten Freunde als Türke gemobbt wurde und auch, weil er Türke war, dann auch einmal auf dem Schulhof so ein bisschen gehänselt wurde deswegen. Und das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich jemanden wirklich aktiv geschlagen habe, wie man halt als Grundschüler sich so rangelt. Das war neu für mich, weil ich so eine Wut gespürt habe und das nicht mehr mit ansehen wollte, war vielleicht auch nicht das Richtige, aber in dem Moment, ich habe ihn jetzt auch nicht vermöbelt oder sowas, ne? Aber ich habe ihn halt zu Boden, ich habe ihn geschubst und zu Boden gerungen. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe ihn da jetzt wildblutig geschlagen oder so, aber ich habe das nicht so hingenommen, obwohl die anderen eigentlich stärker waren. Aber ich war immer schon großer, kräftiger Boy, die haben mich dann auch in Ruhe gelassen. Und ich war auch immer halt ein beliebtes Kind, also dass ich da halt auf einmal irgendwie gegengehe und dazwischen gehe, das hat die auch auf einmal irgendwie schockiert. Und viele andere. Eine Geschichte weiß ich noch ganz genau. Da haben wir früher Fußball gespielt. Ich gucke nur kurz, ob Kamera noch aufnimmt. In Kiel. Da hatten wir auf einem ganz, ganz großen Feld. Wie hieß denn das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war eine riesige Wiese. Und da hatten viele Clubs so ihre kleinen Tore. Und da haben wir uns dann, hatten wir so eine Truppe. Und da hatten wir auch Tore. Und da haben wir immer mal Fußball gespielt, ständig. Und wir waren immer ganz, ganz hinten auf dieser großen Wiese. Und da wurde dann irgendwann einmal ein Flüchtlingswohnheim errichtet. Eine Flüchtlingsunterkunft. Und dann stand halt immer ein junger Flüchtling. Wir haben da immer Fußball gespielt. Und der stand halt dann mit Fußballschuhen so an der Seite und hat uns zugeguckt. Hat nichts gesagt. Und als er dann am dritten Tag, beim dritten Mal Fußballspielen da wieder stand, da habe ich ihn halt rangewunken und habe gesagt, ob er mitspielen möchte. So, ich konnte ihn nicht verstehen, er mich auch nicht. Aber ist ja klar, ist ja easy, ne, das so zu vermitteln. Und dann haben wir ihn mitspielen lassen. Und dann habe ich gemerkt, wie das nicht alle toll fanden. Ich habe erstmal nichts gesagt. Und dann hat sich so, als er dann das nächste Mal wieder da war und er wieder mitspielen durfte, hat sich ein bisschen Unmut breit gemacht. Und da haben wir dann hinterher drüber gequatscht. Und ich habe die gefragt, was deren Problem ist. Und dann hat sich so ein bisschen rausgestellt, dass die das eben nicht so toll fanden, dass er da mitspielt. Und dann habe ich halt gefragt, warum. Und dann hat halt niemand wirklich was gesagt, warum. Und das Interessante war, das weiß ich noch ganz genau, eigentlich war gar keiner von denen großartig rassistisch. Eigentlich hat keiner von denen in dieser Truppe wirklich was gegen Ausländer. Oder gegen diese, sondern es war so ein bisschen dieses, das war dieses, was ich vorhin meinte, dieses komische, diese Einwanderer sind schlecht Gefühl. Deshalb hatten sie diesen Menschen gegenüber diese negative Grundeinstellung. Und da haben wir drüber gesprochen. Und nachdem wir darüber gesprochen hatten und ich denen quasi ein bisschen gezeigt habe, dass das ja Quatsch ist, wir dem doch einfach mal eine Chance geben, war das alles geklärt. Und was soll ich sagen, der hat ein ganzes Jahr bei uns mitgespielt, bis er dann auf einmal weg war. Ich hoffe, dass er irgendwo sein gutes Leben gefunden hat. Aber ein Jahr lang haben wir mit dem zusammen gespielt. Da sind auch noch immer mal wieder ein paar andere Kumpels von dem mitgekommen. Und die haben dann auch ungefähr ein Jahr immer mal wieder mitgespielt. Wir hatten dann auch manchmal einen Iraner bei uns in der Gruppe, der konnte dann mit denen verständigen, hat uns dann ein bisschen was übersetzt. Und so haben wir dann, saßen die auch manchmal, wir saßen oft nach dem Fußballspielen noch da, die haben ihr Bierchen getrunken. Und da saßen die dann auch mal mit da. Und dann hat man sich ein bisschen unterhalten und haben uns echt gut mit denen verstanden nach einer Weile. Und das sind so diese kleinen Sachen. Einfach, dass man als Mensch und die Art, wie man nach draußen gibt, auch sehr wohl da draußen einen guten Einfluss haben kann und sich sehr wohl gegen Rassismus einsetzen kann, ohne dass man, wie gesagt, im Internet die Keule schwingt oder ohne dass man sich im Internet
klar zu etwas positioniert im politischen Bereich, ohne das aber wirklich fundiert zu wissen. Da bin ich lieber in meinem wirklichen Leben ein Vorbild und sorge in meinem wirklichen Leben dafür, dass Rassismus um mich herum keine Chance hat. Und werde immer gegen Rassismus in meinem wirklichen Leben vorgehen, sobald ich ihn hier um mich herum erkenne oder sobald ich solche Anzeichen erkenne. Es gab auch schon Vorfälle in meinem Leben, da bin ich in der zivilcouragemäßig dazwischen gegangen. Das gab's auch schon. Und da hatte ich wirklich ein mulmiges Gefühl bei. Ich hatte wirklich, das war auf dem Kiez damals, und das ist kein sicheres Pflaster. Wer den Kiez kennt, der weiß, sowas sollte man eigentlich nicht tun. Aber es war mir ein Grundbedürfnis, in der U-Bahn was zu sagen, dass sie diesen armen Menschen noch bitte in Ruhe lassen sollen. Und ich hatte wirklich ein bisschen Angst in dem Moment. Aber es waren auch Leute so drumherum. Also ich ging jetzt nicht davon aus, dass die mich da irgendwie aufspießen würden. Aber dieser Mensch, ich glaube, es war Afghane oder Türke. Also er konnte auch Deutsch. Das war kein Einwand, das war einfach ein Afghane oder ein Türke. Und ja, da stand ich da Nazis gegenüber. Aber ja, im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich es nochmal machen würde, weil in dem Moment hatte ich schon echt Angst. Aber ich habe es in dem Moment getan und da bin ich stolz drauf. Und das andere, das habe ich euch schon mal erzählt. Das war diese Geschichte. Am Endeffekt habe ich da gar nicht so viel gemacht. Das war die Geschichte mit dem Bus, wo da irgend so ein Depp sich an der Bushaltestelle halt immer wieder so aufgeführt hat. Und da zwei Jugendliche, die halt Migrationshintergrund haben, beschimpft hat. Und dann bin ich halt dazwischen, also im Endeffekt habe ich einfach was gesagt, er soll die doch in Ruhe lassen. Und dann hat er mich doch angepöbelt, das hatte ich euch schon mal erzählt. Und dann ist er ja immer an mich rangekommen, so, ne, hat so aufgemuckt. Und dann sind wir doch in den Bus eingestiegen und dann kam er nochmal an mich ran. Also das war so ein Bus, wo man so Stufen nach oben geht. Ich gucke nur nochmal kurz, ob das Handy aufnimmt. Ich habe immer Angst, dass das Handy ausgeht wegen Überhitzung oder so. Und dann ist er hinter mir her und dann standen wir oben in dem Bus noch im Eingangsbereich und dann kam er wieder so an und hat mich so mit der Brust so angerumst. Er hat aber, glaube ich, nicht mitbekommen, wie kräftig ich bin zu dem Zeitpunkt. Ich war zu dem Zeitpunkt richtig gut in Form. Und dann habe ich halt mich dagegen gestemmt und dann ist er halt rückwärts nach hinten ein bisschen und ist die Treppen runter. Und dann lag er halt draußen am Bus. Der Busfahrer hat das aber mitbekommen, hat die Tür zugemacht und ist weitergefahren. Die habe ich euch schon öfter mal erzählt, die Geschichte. Da habe ich zwar nicht wirklich viel getan, aber ich habe was gesagt. Und ja, wie gesagt, ich halte das Internet generell für sehr unangenehm, was solche Sachen angeht. Ich diskutiere sehr ungerne, in den Kommentaren sowieso gar nicht, aber auch auf Twitter finde ich sehr unübersichtlich. Ich diskutiere auch sehr ungern auf Twitter, weil auch viele Menschen auf Twitter irgendwie sehr aggressiv sind. Und das habe ich ja auch in diesem Beispiel schon wieder gesehen. Da hat ein Mensch hat eine Passage aus einem meiner Videos genommen, wo ich gesagt habe, dass, was habe ich genau gesagt, dass Extremismus in beiden Fällen ja scheiße ist. Dass Linksextremismus genauso scheiße ist wie Rechtsextremismus. Und dann hat er diesen Schnipsel ausgeschnitten und hat den aber betitelt mit, ich vergleiche hier Linke mit Nazis. Das heißt, er hat den einen Bereich, Linksextremisten, hat er abgeschwächt, den anderen, Rechtsextremisten, hat er verstärkt zu Nazis. Und hat dann so im Internet quasi rumposaunt, dass ich Linke mit Nazis gleichsetzen würde. Obwohl das in dem Kontext natürlich eine völlig andere Aussage war. Interessant fand ich aber auch den einen Kommentar, den fand ich tatsächlich sehr, sehr gut und interessant und darüber kann man auf jeden Fall nachdenken und unter dem Aspekt könnte man auf jeden Fall Kritik anbringen an meinem letzten Video. Und zwar meinte er, dass ja generell das Problem bei diesem Rechtsextremismus und dem Nazi-Gedankengut in unserer Welt da draußen ist, dass das eben eine Taktik ist der Rechtsextremisten und der Nazis, dass sie eben ihr Denken und ihre Politik und dieses Gedankengut immer wieder abschwächen und mit dem Linken vergleichen so, und so zu tun, als wäre das alles gar nicht so schlimm und so normal. Und das war ein gutes Argument. Das ist tatsächlich ein perfides Mittel von solchen Menschen da draußen, die ein gefährliches Gedankengut verbreiten, egal ob es jetzt hier in Deutschland oder sonst wo ist, dass sie sich halt als völlig normale, harmlose Bürger ausgeben, die einfach Politik für das deutsche Volk machen wollen und dann so unterschwellig ihr Gedankengut damit einbringen. Und indem ich halt solche Vergleiche einbringe und das Ganze vielleicht ein bisschen relativiere, unterstütze ich vielleicht sogar noch deren Vorhaben. Und das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, über den ich viel nachgedacht habe. Und ja, im Endeffekt hat mir das nun mal wieder gezeigt, mich einfach, glaube ich, nie wieder zu solchen Dingen im Internet zu äußern. Weil man immer irgendwie jemanden, ohne dass man es will, auf den Schlips tritt. Selbst wenn man, wie in dem letzten Video, sich relativ neutral und ich finde persönlich sehr differenziert damit auseinandersetzt. Es tut mir, wie gesagt, trotzdem leid, falls ich manchen Menschen dabei auf den Schlips getreten habe. Auch wenn ich mich
immer noch finde, ich habe mir mein Video nochmal angehört, finde, dass ich mich da doch tatsächlich sehr gut ausgedrückt habe, obwohl ich einfach nur 20 Minuten gequatscht habe. Und nicht immer Dinge aus einer Blase heraus betrachten, sondern auch versuchen, sich in den Kopf von anderen Menschen reinzuversetzen, die eben vielleicht nicht alles so sehen wie ihr, beziehungsweise nicht alles in solchem Kontext sehen wie ihr und nicht alles wissen wie ihr. Und dann gestalten sich vielleicht andere Dinge eben nicht so klar und nicht so eindeutig wie für euch. Ja, auch wenn es, wie gesagt, das Gefühl da ist und man bekommt ja auch gewisse Dinge mit, ist es trotzdem immer noch was anderes, da dann im Internet eine Meinung zu rauszuposaunen. Dafür muss man schon sattelfest sein. So, meine Lieben, jetzt haben wir doch dieses Thema noch abgehandelt. Dann gehe ich jetzt auf jeden Fall schlafen. Ich melde mich dann später noch einmal wieder und erzähle euch noch einmal, wie es mir jetzt genau ging im Zuge dieser ganzen Magen- und Darmspiegelung. Lasst das nochmal mit euch Revue passieren und das machen wir, nachdem ich ein bisschen gepennt habe. Bis später. So, meine Lieben, dann haben mich ja sehr, sehr viele tatsächlich gefragt, wo man dieses Klimagerät, also was das genau ist. Und ich habe jetzt mal was für euch rausgesucht und, oh mein Gott, warum flackert das so? Moment. So, und zwar, ich habe das halt damals auf eBay gekauft. Ihr könnt das gleiche Gerät in dieser Form wahrscheinlich auch auf Amazon finden. Ich habe nur noch sowieso noch keinen Partnerlink oder sowas eingerichtet, also kauft euch das erstmal, wo ihr wollt. Ich habe damals tatsächlich sehr, sehr viel mehr für das Ding bezahlt. Ich habe es damals im Hochsommer gekauft. 149 habe ich für dieses Gerät bezahlt. Ihr bekommt das jetzt aktuell, bekommt ihr die wesentlich günstiger. Zu dem Zeitpunkt, wo ich damals gesucht habe, waren die alle so teuer, die Geräte, Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn ihr das wahrscheinlich im Hochsommer kauft, wo alle so eine Dinger kaufen, zahlt ihr wahrscheinlich mehr. Also, das Vergleichbarste, was ich gefunden habe, ist tatsächlich das hier. Das Gerät, was ich da unten habe, das hat keine besonderen Features. Ich würde fast eher sagen, dass diese Geräte, die ihr jetzt so bekommt, eher noch mehr Features haben. Ich habe zum Beispiel keine Fernbedienung, aber die sehen alle relativ ähnlich aus. Ich kann jetzt natürlich hier nicht für diese Hersteller, den Hersteller, den ich habe, den finde ich selber nicht mehr im Internet, aber ja, ihr seht die hier in verschiedenen Formen. Wichtig ist, guck mal, ich weiß nicht, warum das so viel teurer ist, wer weiß, was das für Fähigkeiten hat. Meins hat nicht viel, sowas hier zum Beispiel ist sehr, sehr vergleichbar. So eine Geräte. Also der Preis, den ich immer so sehe, sind auch so ungefähr 80 Euro je mit Lieferung oder sonst. Wie wichtig ist, dass ihr aufpasst, dass ihr euch ein Gerät mit Wasserkühlung unten kauft und nicht einfach nur ein Standgebläse oder so ein Standventilator. Bei mir ist wirklich der riesige Unterschied ist halt, dass unten, seht ihr da unten, dass da Wasser reinkommt. Dass ihr da richtig kaltes Wasser, ihr seht auch da diese Kühlakkus, dass ihr die dann halt auch damit reinlegen könnt, weil nur so schafft ihr das dann halt, dass da auch wirklich kalte Luft unten mit rauskommt. Und zwar, also ich genieße das Gerät schon jetzt eine ganze Weile richtig gut. Nur wie gesagt, aufpassen, der verbraucht halt Wasser. Man treibt die Luftfeuchtigkeit ja an. Und das ist halt ein mega Unterschied. Wenn ich von meinem Wohnzimmer, wenn ich das Ding ein bisschen laufen lasse und ich gehe in mein Wohnzimmer, der ganze Raum ist wesentlich kühler. Und viel, viel angenehmer. Und ich bin echt gespannt, wenn das jetzt mal richtig heiß wird. Heute ist was Geiles. Ist das angekommen? Heute ist angekommen auch diese Hülle um mein Fenster. Zeige ich euch, wenn mal so ein richtig heißer Tag ist und ich die Klimaanlage teste, habe ich das bis dahin auch dran und dann zeige ich euch das. Und ja, ansonsten, ja, nochmal ein kleines Feedback zu dieser ganzen Magenspiegelungssache. Also, es war folgendermaßen, am ersten Tag, also am Tag vor dem Eingriff selbst, habe ich halt tagsüber dieses Abführmittel genommen, in diesen Becher, den ich euch gezeigt habe, und musste das dann innerhalb einer halben Stunde austrinken. Also man sollte sich Zeit lassen, eine halbe Stunde bis Stunde. Eine halbe Stunde habe ich das dann ausgetrunken. Beim ersten Mal war auch alles okay. Und dann hat das tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Es hat eine ganze Weile gedauert und dann war ich halt immer wieder auf Klo. Und relativ schnell fing das halt aber an. Beim ersten Mal kam halt alles raus. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen unappetitlich klingt für einige, aber ich versuche es halt ganz normal, biologisch, ganz sachlich zu erzählen, wie es war. So, und dann kam man halt relativ schnell an einen Punkt, wo halt einfach nur noch das Wasser mit rausgeschossen kam, sodass das halt relativ klar dann durchgespült wurde, der ganze Darm. Und ja, so nach dem dritten Mal Klo ungefähr kam dann auch das Ziel, war, hat mir jemand gesagt, es soll am Ende aussehen wie Kamillentee. Und das war es dann auch irgendwann. Und dann sollte ich ja an dem Tag noch dreimal diesen Becher vollfüllen und austrinken. Ich hatte mich nur ein bisschen verlesen. Also für mich, ich hatte gelesen, innerhalb der nächsten Stunden
halt dreimal noch Wasser. Und ich habe dann ganz gemütlich den Tag über halt immer wieder Wasser getrunken. Was ich hätte machen sollen, ist innerhalb der nächsten Stunde, damit das halt so richtig durchballert. So habe ich es mir unnötig so ein bisschen verzehrt, das Ganze. Aber es war trotzdem sehr, sehr angenehm, der ganze Tag. Ich hatte noch nicht mal großartig, es hat nicht gebrannt oder so, es hat sich nicht entzündet. Und ich saß auch gar nicht so viel auf Klo, weil das Zeug halt so gut wirkt, dass man halt auf Klo geht, so einmal Wasser raus, also einmal durchpusten und dann war es das halt auch schon wieder. Es ist nicht so, dass man da übelst lange auf Klo hängt und das dann so krampfig wird und man dann irgendwie Schmerzen hat. So war das halt überhaupt gar nicht. Es war völlig okay. Es ist natürlich insgesamt unangenehm, so auf Klo immer wieder, aber es hat, wie gesagt, dadurch, dass es zu schnell geht und nur Wasser ist irgendwann, ist es halt auch nicht mal wirklich schlimm. So, dann ging schon alles gut und dann am nächsten Morgen war ich schon relativ kaputt. Da hatte ich dann auch schon Kopfschmerzen, weil man ja komplett dehydriert ist. Dann sollte ich die Flüssigkeit nochmal nehmen. Und da muss ich tatsächlich sagen, war die Zeit relativ knapp bemessen. Es war da steht so von 8 bis 10 und ich habe dann 8.30 Uhr habe ich das Zeug genommen und habe dann tatsächlich auch relativ lange gebraucht, das auszutrinken, weil es dann mir so zuwider war, diese Flüssigkeit. Die hat so einen komischen Geschmack. Und nimm doch auf. Und da hatte ich dann echt Probleme, das Zeug runterzukriegen tatsächlich. Ich habe dann mir über eine halbe Stunde Zeit gelassen, weil mir das so eklig war, das Zeug an diesem Tag. Und da tat ich mich dann halt auch echt schwer generell zu trinken, weil mein Magen halt auch komplett leer war. Das war ganz unangenehm irgendwie. Und dann sollte ich ja wieder dreimal so eine Becher trinken. Habe ich auch gemacht. Innerhalb der nächsten Stunde. Relativ schnell habe ich sogar Gas gegeben, weil ja dann auch ich irgendwann los muss zum Arzt. Und da muss ich sagen, fand ich die Zeit recht knapp bemessen. Ich musste echt kurz vor losfahren, bin ich nochmal auf Klo, hab nochmal Fump beim Arzt, auch nochmal Fump, Wasser raus. Und klar, es ist nur Wasser so ein bisschen, aber naja, trotzdem ekelhaft. Und ich während der Untersuchung kam mir halt auch nochmal ein bisschen was raus. Das habe ich dann erst so hinterher gemerkt. Zum Glück ist es dann nicht mehr eklig. Ich hatte auch vorsichtshalber eine Wechselunterhose mitgenommen. Ich habe mir das schon gedacht, aber ich habe ein Handtuch vergessen mitzunehmen. Das ärgert mich so ein bisschen, aber egal. Ja, Untersuchung, alles cool. Ich hatte, wie gesagt, dieses komische Dings da angezogen und habe mich dann da so hingelegt. Und dann habe ich erst so meine Herzrate noch beobachtet. Und sie meinte halt auch so, sag mal, haben Sie immer so niedrigen Blutdruck oder sind Sie tiefenentspannt? Ich so, ja, ich gucke auch gerade, bin recht relaxed. Ne? So hat sie einmal gelacht. Und alles, die Werte waren alles gut. Blut haben die ja auch abgenommen, damit war auch alles in Ordnung. Und dann hatte sie noch so gefragt, ist der blaue Fleck von uns? Ich so, ja, aber alles halb so wild, ne? Alles gut. Und beim linken Arm jetzt hat sie auch alles top gemacht. Trotzdem krass, dieser blaue Fleck hier beim Blutabnehmen. Ja, und dann irgendwann das Zeug bekommen, eingeschlafen. Dann, warte mal, bin ich zwischendurch aufgewacht? Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Bin ich zwischendurch aufgewacht? Oh, das kriege ich nicht mehr hin jetzt. Krass. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich zwischen diesen beiden Eingriffen nochmal wach wurde und ob sie mich wieder komatisiert haben oder ob ich die ganze Zeit durchgeschlafen habe. Wow, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wirklich gerade jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe durchgeschlafen. Haben die mich aufgeweckt? Krass, kriege ich nicht hin. Ist so, ist Blackout. Durch den Stoff wahrscheinlich. Also ich glaube, ich habe halt komplett durchgeschlafen in die ganze Zeit. Und dann bin ich halt irgendwann aufgewacht. Und dann haben sie mich halt um die Ecke gesetzt, auf diesen Stuhl, wo ich dann gefilmt habe. Ich hab mir das Stand jetzt auch noch nicht angeguckt, wie groggy ich zu dem Zeitpunkt war. Ich weiß nur noch, da war dann, saß da dann so ein bisschen. Ich habe einen leckeren Pfefferminztee bekommen, der war sehr gut. Und dann sollte ich da noch ein bisschen sitzen. Und dann hat sie mir die Sachen da so hingestellt. Und dann weiß ich aber noch, wie da eine Dame stand, die mit ihrer älteren Dame, mit ihrer Mutter, auf das Klo da ist. Und dann habe ich die angequatscht. Und ich so, ich wünsche Ihnen, ich weiß nicht mehr was, irgendwie so, ich wünsche Ihnen alles Gute. Dann sagt er, ja, mir geht's gut, ich bin gesund. Dann wünsche ich denen, mit denen Sie da sind, alles Gute. Und Ihnen natürlich auch. Und sie ist auch voll lieb, wie nett und sowas. Und ich weiß nicht, ob ich noch mehr gesagt habe. Ich kann mich da nicht mehr so ganz, aber das weiß ich noch. Und dann weiß ich auch noch, wie sie mich zum Arzt reingerufen haben. Und dann und dann bin ich mit diesem komischen Ding, das wahrscheinlich schon überall aufgerissen war, bin ich da so hingewatschelt. Und dann habe ich das so gemerkt. Ich so,
ich bin noch gar nicht umgezogen. Und dann meinte, ach ja, dann warten Sie noch kurz. Und dann musste ich halt dann noch warten, weil die Dame noch auf Klo war. Und dann habe ich mich umgezogen. Zu dem Zeitpunkt ging es mir auch schon besser. Da war ich dann ein bisschen aufnahmefähiger. Bin aber noch getorkelt. Dann habe ich mich zum Arzt reingesetzt. Dann hat er sich halt mit mir unterhalten, hat mir das halt erzählt, dass ich halt diese starke Entzündung habe, Refluxprobleme, dass ich da halt was verschoben hat. Und er meinte halt, dass man das jetzt röntgen muss, genau gucken muss, was in der Speiseröhre los ist. Und dass man dann halt entscheidet, dann meinte er, erklär mir das telefonisch, dann würde er halt entscheiden, ob ich nochmal reinkomme, ob er mich einem Chirurgen vorstellt, um das vielleicht operativ wieder zu korrigieren oder ob es nicht so schlimm ist. Und zu dem Zeitpunkt wissen wir dann vielleicht auch schon ein bisschen, wie die Medikamente wirken. Ich habe jetzt ein Etoprozol oder sowas bekommen gegen das Sodbrennen, soll das halt immer nehmen. Und ja, dann gucken wir halt beim Röntgen, was da so bei rauskommt. Und er hat aber auch halt klar gesagt, Herr Liese, dass Sie das aber auch durch Ihre Ernährung mitsteuern müssen. Und damit meinte er zwei Punkte. Er meinte halt auch, dass Sie jetzt ja, ich habe das ja auch so erzählt, und er meinte, Sie haben schon mitbekommen, was Sie essen sollten und was nicht. Ne? Und dann meinte ich so, ja. Und er meinte, er kennt das Problem, dass aber wenn jetzt halt wirklich dieses Sodbrennen weggehen soll, dann muss ich halt mitmachen. Er kann mir nicht einfach nur Medikamente verschreiben, sondern wenn ich halt merke, dass durch Orangensaft oder durch Zucker oder so ein Scheiß halt das Sodbrennen steigt, dann sollte ich vielleicht in Erwägung ziehen, das zu lassen. Hat auch den positiven Nebeneffekt, dass ich durch, wenn ich den Zuckerkonsum absenke, dass ich dadurch dann halt auch abnehmen würde, was sich auch, wie gesagt, positiv auswirkt auf meine Gesamtsituation. Und das hat er mir halt auch noch mit auf den Weg gegeben. Ja. Und dann im halben Jahr haben wir schon einen Termin gemacht. Im Dezember. Dann ist halt nochmal Magen- und Darmspiegelung. Diesmal weiß ich ja, wie es läuft. Und dann gucken wir, was so passiert ist, wenn es nicht durch, wie gesagt, die Röntgenuntersuchung und eine Operation sowieso stattfindet. Ja. Das heißt, auf jeden Fall Erkenntnis 1. Krebs ist noch erstmal absolut kein Thema. Aber ich habe ein Problem, dass wir in den Griff kriegen müssen, weil, wie gesagt, auch auf lange Sicht, auch mit meiner Vorgeschichte, wenn das jetzt einfach so weiterlaufen sollte und wir das Sodbrennen fleißig so weitermachen, dann, ja, die Magensäure ist sehr aggressiv, dann erhöhe ich das Risiko, auch später irgendwie Speiseröhrenkrebs oder sowas zu kriegen. Ja. Und das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich bin halt zufrieden mit dem ganzen Ergebnis, weil, wie gesagt, habe ich euch schon mal gesagt, das Schlimmste wäre natürlich, klar, Krebs, wollen wir nicht drüber reden. Das Zweitschlimmste wäre aber auch so, dass er sagt, ja, leicht entzündet, nehmen Sie mal das. Und halt nichts wirklich gefunden wurde, weil ich habe ja ganz offensichtlich, wie gesagt, da Probleme da unten. Und ja, ich würde jetzt sagen, jetzt sind zwei Sachen. Das erste ist, das untersuchen lassen, Medikamente nehmen, das Ganze behandeln. Aber ich bin auch selber gefordert. Es gibt kein magisches Heilmittel in diesem Fall, was alle meine Probleme mir aus dem Weg schafft, sondern ich muss auch selber aktiv werden, wenn ich will, dass es mir besser geht. In dem Sinne, meine Lieben, das war der Vlog für heute. Wir haben über sehr, sehr viel geredet, über sehr, sehr viel gequatscht. Ich mache den Vlog jetzt noch für euch fertig und dann mache ich auch in der Zeit noch meine Thumbnail für mein PlayStation-Sammlungsvideo. Und ich habe schon die Reaction zu Pokémon Snap hochgeladen und jetzt kommt noch ein Video zu Pokémon Snap fürs Wochenende. Das wird geil. Geiler Output, geile Videos, hoffe ich jedenfalls, dass die gefallen. Und ja, ich lasse die Kommentare an diesmal, auch wenn wir... Es würde mich aber freuen, wenn ihr euch... Ich will weiterhin keine politischen Grundsatzdebatten und in den Kommentaren haben. Das bleibt. Das wird auch immer so sein. Trotzdem habe ich ja ein interessantes Thema angeschnitten, was wahrscheinlich auch viele Menschen tangiert. Und selbstverständlich könnt ihr in den Kommentaren berichten, ob ihr mit Rassismus zu tun hattet, inwiefern euch das betroffen hat. Seid ihr schon mal eingeschritten bei dem Ganzen? Glaubt ihr, dass ihr ja euer Einfluss auf euer Umfeld habt mit eurem Verhalten? Natürlich könnt ihr auch über eine Krankheit und sowas, da könnt ihr euch gerne austoben in den Kommentaren. Alles cool, da bin ich auch gerne für euch da, wenn ihr irgendwas erzählen wollt. Aber wie gesagt, keine politischen Debatten bitte. In dem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Habt euch ganz doll lieb und vielen, vielen Dank übrigens für die ganzen neuen Patreons. Es sind mittlerweile jetzt 4 neue Patreons dazugekommen. Und ich begrüße euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank dafür und ja, auf eine tolle Zeit zusammen. Macht's gut, ciao.